Am 29. März hat die neu gestaltete Postfiliale ihre Türen wieder geöffnet. Was bedeutet das für Asch? Es ist natürlich ein Freudentag für Asch, weil die Post ist doch etwas sehr Wichtiges im Dorf. Die Post wird von der ganzen Bevölkerung gebraucht, oder? Im Zentrum erreichbar für die KMUs und natürlich eben auch für alle, die hier einkaufen können. Dass die Post investiert hat, ist für uns extrem wichtig, weil es ist ein Commitment von der Post, dass sie hier in Asch natürlich den permanenten Standort haben und für uns natürlich auch sämtliche Dienstleistungen anbieten können. Nach was für Kriterien werden generell die neuen Filialen eingerichtet? Unser Ziel ist halt wirklich, dass man die Filialen neu gestaltet, mit einem modernen Design, mit viel heller Farbe und Holz. Und dass man auch Beratung von der Kundinnen und Kunden ins Zentrum stellt. Und zwar im wahrsten Sinn vom Wort. Wir haben hier eine Beratungstheke mitten im Raum, wo man den Leuten zum Beispiel auch die digitalen Dienstleistungen von der Post erklären können. Einerseits möchten die Leute natürlich beraten werden, zum Beispiel zu den elektronischen Angeboten der Post. Andererseits gibt es auch immer mehr Kundinnen und Kunden, die Dienstleistungen selber erledigen möchten. Darum haben wir zum Beispiel auch den Paketeinwurf da in den Filialen, wo man selbstständig und ohne Anstehen am Schalter kann ein Päckchen aufgeben kann. Was macht Post trotz der Digitalisierung wichtig? Ja, Post, das ist natürlich schon so. Wir haben eine digitalisierte Welt. Die Post muss natürlich den Spagat machen, oder? Zwischen physisch da sein für ihre Kundschaft, aber natürlich auch möglich Dienstleistungen anbieten, die in der digitalen Welt oder dann natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten da sind. So wie jetzt zum Beispiel der Automat hinter mir, der es der ersten Bevölkerung ermöglicht, rund um die Uhr eigentlich ein Paket zu holen oder aufzugeben. Das ist natürlich attraktiv für uns. Auf der einen Seite tun die Leute natürlich immer mehr Postdienstleistungen digital erledigen und darum kommen da immer weniger Kundinnen und Kunden zu uns in die Filialen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch überzeugt, dass die Filialen auch in Zukunft wichtig sind, dass gerade Beratung im digitalen Zeitalter immer wichtiger wird. Und darum sind wir ja da auch vor Ort mit einer modernen Filiale, wo wir wirklich den Leuten einzelne Angebote zum Beispiel im persönlichen Gespräch erklären können. Wir haben sämtliche Detailisten im Dorf, wo die Bevölkerung natürlich einkaufen, sie gehen auf die Bank und da gehört natürlich die Post auch dazu. Oder? Und für uns ist es natürlich extrem wichtig, also nicht, dass man die Post aus dem Zentrum rausnimmt, weil es ist ja auch eine Attraktivität vom Zentrum, dass die Post da ist für die Kunden, weil sie eben gerade während dem Einkaufen können dann die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Das Team von Smash Pfäffigen hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich, bis plötzlich Titelträume durch die Pandemie abrupt beendet worden sind. Nach der Quarantäne haben die Spielerinnen vergangene Woche wieder angefangen zu trainieren. Wie geht das Team mit der Situation um? Ja, es geht ein wenig besser, also gesundheitlich gut. Man ist jetzt in einer ganz neuen Situation, wir sind jetzt wieder im Training. Zwar jetzt nicht um den ersten Platz, aber um den dritten, aber das Training geht genauso weiter und ja, die Gedanken sind jetzt erstmal weg und der Fokus ist jetzt auf uns und auf das, was jetzt kommt. Jetzt wieder besser. Am Anfang ist es sicher nicht einfach gewesen, das zu verdauen. Vor allem, wir sind alle daheim gewesen und dann hat man das auch per Telefon erfahren, dass jetzt die Saison so aufhört für uns und in dem Moment ist es gar nicht einfach gewesen, aber wir haben jetzt mit dem umgehen und jetzt geht es weiter, wir spielen noch Platz 3. Wir gehen positiv damit um, so schwierig das im Moment gerade ein bisschen tönt. Aber wir probieren sofort irgendwie vorwärts zu schauen, weil alles andere nützt nichts. Wir können nicht rückgängig machen, was passiert ist. Wir leben in einer Pandemie, da kommt es zu schwierigen Situationen. Ich glaube, es ist einfach das Wichtigste, dass wir das Beste daraus machen, vorwärts zu schauen und die Freude am Volleyball wiederfinden. Wir haben dieses Jahr ein unglaublich tolles Team zusammen gehabt. Wir haben tolle Spielerinnen, tolle Trainerstaff gehabt. Wir haben in dem, ich sag fast in dieser intimen Saison noch ein bisschen, weil schlussendlich jetzt keine Fans da gehabt. Wir sind ein bisschen zusammengewachsen als kleine Familie und haben so relativ viel Freude können haben. Wir haben wirklich einfach einen tollen Teamspirit gehabt, tolle Spielerinnen, tolle Trainerstaff, tolle Menschen, die uns geholfen haben, tolle Sponsoren. Und ich glaube, das ist das, was uns auch in Zukunft wieder stark machen wird. Wir haben dieses Jahr schon echt viel gemeinsam erlebt. Wir hatten eine gute Vorbereitung und dann, ja, die Saison lief eigentlich echt gut für uns und man merkt einfach, dass dieses Jahr wirklich Ruhe, Spaß, alles drin ist und es macht wirklich Spaß jetzt auch noch wieder, vor allem wenn dann harte Zeiten kommen, zu sehen, dass wir halt ein Team sind und
uns alle gut verstehen. Ich glaube einfach, wenn man auf die ganze Saison zurückschaut und wie man unsere Leistung anschaut und sieht, wie gut wir gespielt haben und einfach der ganze Teamgeist. Und ich glaube, das alles zusammen bringt uns eben nochmal richtig, alle uns gegenseitig pushen. Und ich glaube, das macht unseren Teamgeist aus. Wie ist die Zeit der Quarantäne verbracht worden? Ich war selber nicht in Quarantäne. Von dem her kann ich nicht aus eigener Erfahrung schwätzen. Wir haben auch probiert, dass die Quarantäne oder zum Teil halt auch die Isolation möglichst angenehm ist. So schwierig das in dieser Situation auch ist und so gross der Frust auch ist, haben wir probiert, mit einem kleinen Service irgendwie mal ein Gipfel vor die Tür zu legen oder irgendwie auf einer Zoom-Konferenz. Ich kann mich erinnern, dass eine Spielerin Geburtstag hatte und dann hat ein anderes Familienmitglied von einer anderen Spielerin allen ein Stück Kuchen im Briefkasten. Da haben wir alle Kerzen angezündet und haben zusammen gesungen. Und das ist so, das sind so die Momente, wo irgendwo traurig und komisch sind, weil wir sind alle in Quarantäne, aber irgendwie auch uns auszeichnet, weil es einfach dermaßen schön ist, wie der Team Spirit bei uns funktioniert.